Zuschauer, wir melden uns aus Schneverdingen, genauer gesagt aus der Galerie Rotes Sofa von Lilo Schmidt-Wiedenroth. Und auf dem besagten roten Sofa, das dieser Galerie ihren Namen gegeben hat, sitze ich jetzt mit Peter Richard Winkeler Richter. Und das ist ein langer Name, er ist aber auch ein langer Künstler, also er hat eine gewisse Größe in jeder Hinsicht. Peter, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns jetzt ein bisschen unterhalten können hier Danke. Auf dem roten Sofa. Ich habe schon viel von dir gesehen. Ich habe deine Bilder gesehen. Ich habe deine Frau gesehen. Und ich habe schon Musik gehört, die du machst. Also bist du in jeder Hinsicht ein glückliches Allround-Talent. Kann man das sagen? Ja, ich finde schon. Ja. Ich bin glücklich. Ja. Ich mache viele Sachen. Mhm. Viele Sachen zusammen mit Anneke. Und das macht unheimlich viel Spaß und bringt so ein euphorisches Gefühl. Ja. So. Die bildende Kunst, die Werke, die du malst, was ist das für eine Technik? Ich mache eigentlich Schicht nach Schicht. Mhm. Ein Bild hat zum Beispiel 10 Schichten. Also ich male das Bild 10-mal oder 15-mal. Und dann plötzlich kommt die Farbe so, und dann weiß man, ja, jetzt ist die Farbe gut. Oh, ist auch sehr beruhigend, so zu arbeiten. Ihr seid, kann man das sagen, eine niederländische Künstlerfamilie. Du und deine Frau, ihr seid Niederländer oder Holländer, ganz wie man will. Hm. Aber dein Ursprung ist noch ein anderer, nämlich in Indonesien geboren. Ja, ich bin in Indonesien geboren, in 1950. Das war damals ein Kolonialland von Holland, von den Niederlanden. Mhm. Und da mussten wir irgendwann weg für die Selbstständigkeit von Indonesien. Und dann bist du, glaube ich, im achten Lebensjahr, ja? Nach Holland gekommen, in die Niederlande gekommen. So, und dann hast du ja natürlich nicht sofort deine Frau kennengelernt, aber ihr habt euch irgendwann kennengelernt. Ja. Und daraus ist eine künstlerische Symbiose entstanden. Deine Frau macht Skulpturen. Du malst, gemeinsam singt ihr. Das ist ja großartig und sicherlich nicht selbstverständlich. Ne? Ist doch ein großes Glück. Ja, wir empfinden das als großes Glück. Ja. Sehr. Das ist schön. Ja. Was ist dir denn die liebste Spielart? Das Malen, das Singen, das Gitarre spielen, das Klavier spielen? Was ist das Liebste? Kann man gar nicht sagen. Ne? Kann man nicht sagen. Wir machen alles. Mhm. Aber dann, wir fangen an, zum Beispiel mit Malen, Anneke mit Skulpturen. Und dann sagen wir, komm, wollen wir etwas singen? Und dann singen wir etwas mit einem Klavier. Oder wir wollen Gitarre spielen. Dann spielen wir Gitarre. Oder meine jüngste Tochter kommt, spielt auch Gitarre. Und dann macht sie mit uns mit. Man muss dazu sagen, ihr habt 3 Kinder, inzwischen 7 Enkelkinder. Ja. Da ist natürlich dann was los, wenn was los ist, ne? Wenn alle zusammenkommen. Ja. Ja. Von meiner ältesten Tochter, die Kinder, die eine spielt auch Gitarre, elektrische Gitarre. Und unser ältestes Enkelkind, die hat Schlagzeug. Oh, das ist schön. Ja, Schlagzeug. Ja. Und die andere, die Jungs, spielt Klavier. Ja. Wenn man als Nachbar einen Schlagzeuger hat, ist das immer gut, die Mietpreise sinken. Ne? Ja. Kann man ja sagen. Peter, du bist von Haus aus Lehrer. Ja, stimmt. Ja? Für welche Fachrichtung? Ich habe Fachrichtung Musik und Kunst. Und Kunst heißt auch malen, zeichnen und so weiter. Alles, was irgendwie mit Kunst zu tun hat. Wie, wo und bei wem hast du denn diese bildende Kunst, also die Malerei, gelernt? Na, eigentlich bin ich angefangen, selbst das mich zu erlernen. Mhm. Aber später, die Schule fragte ein Diplom. Dann habe ich das Kunst studiert. Mhm. Also richtig Kunst studiert. Wie viele Semester waren das? Das waren 5 Semester, okay. Ja. Lass uns ein bisschen über deine Malerei sprechen. Wir können von hier aus einige deiner Bilder sehen. Nehmen wir mal dieses da. Erklär uns ein bisschen was zu dem Werk. Ich interessiere mich unheimlich für Geschichte, für die griechische oder ägyptische Mythologie. Mhm. Aber die nordeuropäische hat das Gleiche.
Ich habe da die Mauren, das ist griechisch. Und dort in die Ecke habe ich eigentlich die nordeuropäische, das sind die Walküren. Mhm. Und die Geschichte ist eigentlich dasselbe. Da ist ein tapferer Krieger, hat gut gestritten, hat sich auf dem Schlachtfeld hat sich gut bewährt. Mhm. Und dann stirbt er oder und dann wird er von den, nicht die Mauren, von den Walküren, wird er aufgenommen und wird ins Valhalla gebracht. Nicht umsonst hat Richard Wagner darüber eine Oper geschrieben und nicht umsonst heißt du wahrscheinlich Richard. Also da muss ja schon eine Verbindung sein, wenn ihr ähnliche Themen habt. Ja. Kannst du eigentlich noch überblicken, wie viel Gemälde in deiner Zeit entstanden sind? Wie viel du gemalt hast? Hast du mal gezählt? Nee, ich habe das nie gezählt, aber es sind sehr, sehr viele. Ihr stellt auch aus, nicht nur hier in der Galerie Rotes Sofa, sondern auch woanders. Ja, wir stellen heutzutage haben wir in Taipei in diverse Galerien Werke hängen und in Meppen und wir sind natürlich Florence haben wir gemacht, wo wir Lilo kennengelernt haben und Paris, so viele. Mhm. Und dann gibt es doch immer eine Vernissage und eine, wie heißt das, Finissage. Finissage, ungefähr. Ja. Sind die Künstler immer anwesend? Also seid ihr dann immer da, du und deine Frau? Wir sind, wenn die Vernissage ist, sind wir immer anwesend, ja. Die letzte Zeit nicht war in Taipei, dann weiß man nicht, ob man zurückkommt. Das ist ja mit dem Fahrrad schlecht zu erreichen im Moment, ja. Siehst du, also, liebe Zuschauer, wir wollen dazu sagen, man kann mit dem Künstler in Kontakt treten und das sei Ihnen herzlich empfohlen. Die Kontaktadresse, die haben wir jetzt mal eingeblendet, dankenswerterweise. Und Sie merken schon, die Anneke und der Peter Richard, die sind kommunikativ. Mit denen kann man sprechen und mit denen kann man bei Interesse auch verhandeln, nehme ich an. Und dann haben Sie möglicherweise auch bald ein Werk von Peter Richard Winkeler-Richter an ihrer Wand zu hängen. Danke dir für das Gespräch auf dem roten Sofa. Es war schön. Danke. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal.